Grüne in Finnland zerlegen Ideologie der Grünen in Deutschland komplett. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Stellt euch mal folgendes Szenario in Deutschland vor. Die AfD regiert zusammen mit der CDU im Bundestag und in den meisten Ländern in Deutschland. Und was die Energiewende angeht, setzt man weiterhin auf einen soliden, gesunden, grundlastfähigen Strommix, der neben Windkraftausbau, Solarenergie ganz zentral auf die Kernkraft setzt. Und die Grüne Partei in Deutschland stimmt allen Beschlüssen und Gesetzen bezüglich dieser Kernenergie zu. Und ich weiß, das ist natürlich nur ein völlig realitätsfernes Szenario. Da könnte vielleicht mal irgendwann Sarah Wagenknecht wieder einen Fantasy-Roman darüber schreiben. Aber in Finnland passiert gerade genau das. Denn Finnland hat unter anderem mit Frankreich, den USA und zahlreichen weiteren Staaten gerade in Dubai ein richtig zukunftsweisendes Kernkraft-Vorhaben unterzeichnet, wo sie sich auch dafür einsetzen, dass man eben in Zukunft zunehmend mehr auch auf Kernkraft setzt. Die Gründe dafür sind ja völlig offensichtlich, weil schaut man sich jetzt beispielsweise mal den Unterschied zwischen Ländern wie Schweden oder Finnland an im Energiemix, dann sieht man beispielsweise, dass diese hier sehr, sehr, sehr gut diversifiziert sind im Vergleich beispielsweise zu Deutschland, die eben aktuell ausschließlich aus Kohle und Erdgas die Energie gewinnen und, wie man hier sieht, somit auch eine sehr hohe CO2-Intensität haben. Also während wir um die Welt jetten und allen erzählen, wir wären die Vorreiter, sind wir in der Realität die absoluten Nachzügler. Und in ganz Europa, ja, sogar schlechter als Tschechien, die einzigen, die noch schlechter, was den Energiemix angeht, sind aktuell noch die Polen, aber die haben das Ganze ja schon erkannt und setzen in Zukunft auch verstärkt auf Kernkraft. Jetzt aber zurück zu Finnland und zu den Grünen. Denn das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Das kann man sich hier mal durchsetzen oder durchlesen. Im Fokus ist gerade ein Artikel dazu erschienen. Ich verlinke ihn hier unten drunter. Ja, während natürlich auch die deutschen Politiker sogar gelogen haben, was die Kernkraftabschaltung angeht. Ich erinnere nur beispielsweise an Olaf Scholz, der ja meinte, er hätte auch mit allen Experten gesprochen und der Rückbau, also nicht der Rückbau, sondern der Rückrückbau, die Wiederreaktivierung, wäre technisch nicht mehr machbar und so weiter. Das hat er in dieser Bürgerbefragung gesagt, wohingegen der E.ON-Chef ganz klar gesagt hat, technisch ist das jederzeit machbar, politisch aber nicht gewollt. Ja? Und jetzt noch, schaut mal hier, was hier steht. Wir werden ab 2035 schon klimaneutral sein, also die Finnen, indem wir sehr viele verschiedene Energiequellen einsetzen. Bei uns stellt die Kernenergie für Klimaschutz die Basis dar, verspricht Valtonen. Die Außenministerin gehört der konservativen Nationalen Sammlungspartei in Finnland an. Und jetzt kommt's. Aber auch die Vorgängerregierung um Ministerpräsidentin Sanna Marin teilte diese Haltung. Der ehemalige finnische Außenminister Pekka Haavisto von den Grünen setzte voll auf Atomkraft. Nuklearkraft ist Teil unseres Energiemixes, sagte er im Mai der Berliner Morgenpost. Aber noch interessanter, Freunde, wird es, wenn wir uns mal eine der jüngeren Grünen anschauen, weil selbst die Grüne Jugendpartei in Finnland hat sich von Kernkraft, also von der Realität überzeugen lassen. Und ganz interessant ist hier, was beispielsweise diese eine Frau sagt, nämlich Seppala heißt sie. Da der Klimawandel so kritisch ist, ist die Kernenergie die Lösung, die wir als Option beibehalten sollten, sagte sie. Und jetzt hört mal ganz genau zu. Als ich jünger war, war ich gegen Kernkraft, sagte sie. Dann habe sie im Studium mehr über Kernenergie gelernt und verstanden, wie die Technologie funktioniert. Davor dachte ich eher, okay, das ist etwas Gefährliches, dem man nicht trauen kann. Als ich verstanden habe, wie die Technologie funktioniert, dachte ich, okay,
das ist nicht so gefährlich. Es ist weniger beängstigend, wenn man es versteht. Naja, verstehen kann man es aber natürlich nur dann, wenn man ein Studium auch abschließt. Und das ist natürlich einer der Vorteile, die wahrscheinlich die Grünen in Finnland aktuell vor den Grünen eben in Deutschland haben. Weswegen es natürlich nach wie vor in Deutschland diese Sondersituation gibt, dass wir, ich glaube, wir sind das einzige Land auf der Welt, vielleicht glaube ich noch Italien oder ich glaube, wir sind somit, jedenfalls kann man es an einer Hand abzählen, alle Länder der Welt, die nicht auf Kernenergie setzen. Und das sind dann meistens die Länder wie Island oder so, die es jetzt auch gar nicht brauchen, weil sie genug Geothermie und so weiter haben, weil quasi unter ganz Island irgendwelche Vulkane brodeln oder so. Ja? Insgesamt muss man aber sagen, setzt und investiert die Welt massiv in Kernkraft. Und das sind die Momente, wo ich mir als Investor natürlich, wenn ich an die Zukunft Folgendes denke, Kernkraft ist ganz klar eine der Dinge, die sozusagen in Zukunft eingesetzt werden wird, um die Energiewende global hinzubekommen. Es ist völlig unabhängig daran, wie sehr man an den menschengemachten Klimawandel glaubt oder nicht. Das spielt für mich als Investor überhaupt gar keine Rolle. Klar hat jeder seine eigene politische Meinung, aber als Investor denke ich immer nur an die Zahlen, an die Fakten und an das, was in der Zukunft passiert. Wo fließt jetzt das Geld hin? Ich werde es genau so machen, wie es der Rest der Welt macht, der eben jetzt hier investiert. Und Fakt ist, dass aktuell die Kapazitäten ja bei weitem nicht ausreichen. Das heißt, es muss hier massiv auch investiert werden. Die Nachfrage wird enorm steigen, gerade nach Uran und so und anderen eben radioaktiven Metallen und so weiter, die da abgebaut werden. Das ist alles ein hochkomplexer Prozess, der gleichzeitig natürlich auch wiederum umweltfreundlich passieren muss. Da wird ja alle möglichen Säuren beispielsweise auch in diese Minen und so weiter mit eingesetzt. Man muss also das schon gut machen. Und ich habe jetzt beispielsweise erst letzte Woche hier in den kasachischen Weltmarktführer Kazatomprom investiert, weil er absolut solide Finanzkennzahlen hat und weil er auch eine Dividende zahlt. Deswegen passt mir das ganz gut in meine Dividendenstrategie rein. Aber viele fragen mich dann auch immer, ist das nicht sehr risikobehaftet, wenn man jetzt auf so eine einzelne Aktie und so setzt? Und deshalb, das stimmt nämlich, habe ich euch heute nochmal, gerade im Sinne von der Bildung, was Aktien und so angeht, auch nochmal eine Alternative hier mitgebracht, nur zum Aufzeigen. Es sind hier keine Handlungsempfehlungen, jeder macht mit seinem Geld, was er für richtig hält. Aber die Grünen, die nicht nur im Studium lernen, dass Kernenergie funktioniert, die verstehen wahrscheinlich auch in Finnland, dass Diversifikation funktioniert. Das sieht man ja auch an ihrem Energiemix. Und deswegen kann man, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte nicht auf ein einzelnes Unternehmen in dieser Branche setzen, auf mehrere gleichzeitig setzen, zum Beispiel hier mit einem sogenannten ETF. Ja, und das ist jetzt hier in diesem Fall beispielsweise der VanEck Uranium and Nuclear Technologies ETF. Ja, das ist hier einer von VanEck. Ich sage da gleich noch ein bisschen was zu. Die Kerndaten von diesem ETF sehen dann eben so aus, dass man zum Beispiel, wenn man investiert, eben gleich, das sind nur 10 der Top-Positionen, halt mehrere, also sogar Dutzende von Aktien hat, die hier in diesem ETF enthalten sind. Und wie ihr seht, auch eine Länderaufschlüsselung. Man hat hier also auch einen Mix aus Kanada, USA, Japan, Südkorea beispielsweise und unterschiedlichen Ländern. Ja, also das ist immer eine interessante Alternative. Man muss aber bei diesen spezifischen ETFs immer Folgendes wissen, dass die von den Gebühren etwas höher sind. Ja, also eine Aktie zu halten beispielsweise, das kostet gar keine Gebühr, ja, wenn du Eigentümer eines Unternehmens direkt bist. Aber wenn du jetzt beispielsweise so ein ETF wie so ein von VanEck, das ist die Gesellschaft, ich glaube aus den Niederlanden, die so ein ETF rausbringen, dann wollen die natürlich auch daran verdienen. Und deswegen, wenn man jetzt zum Beispiel da investiert, nehmen wir mal an als Beispiel 1.000 Euro, dann zahlst du halt dir 5 Euro oder so im Jahr an Gebühren an nochmal diesen ETF-Anbieter. Gleichzeitig ist dieser ETF auch thesaurierend. Das heißt, die Erträge, die dort erzielt werden durch die jeweiligen Unternehmen, werden nicht an dich als Investor ausgeschüttet, sondern wiederum
dem Fondsvermögen sozusagen addiert. Wenn man also jetzt zum Beispiel sagt, ich brauche kein Geld zwischendurch, dann kann man auch einen thesaurierenden ETF nehmen. Ich habe zum Beispiel für meine Altersvorsorge ja den All World ETF, der ist auch thesaurierend. Ja. Und wenn ich jetzt aber eine Dividendenstrategie zusätzlich mache, wie ich es ja auch hier aktuell verfolge, dann will ich eben einen ausschüttenden. Ja. Von daher setze ich eben eher auf einzelne Aktien, aber auch dort diversifiziere ich natürlich. Aber das war nur mal für euch zum Zeigen, dass man eben immer auch eine Alternative hat, genauso wie eine Politik und eine Regierung immer auch Alternativen im Energiemix hat, wenn sie eben lernt von anderen Leuten, von anderen Ländern, genauso wie ich es als Investor auch kontinuierlich und ständig tue. Denn ich habe in der Schule nämlich nicht gelernt, was ein ETF ist. Ja? Man kann solche ETFs wie die VanEck ETFs auch wunderbar hier im Freedom 24 Broker kaufen, wie ihr hier seht. Ne? Hier unten habe ich mich gerade mal in mein Depot wieder eingeloggt und hier sehe ich ihn, VanEck Uranium and Nuclear Technologies ETF. Wunderbar, ganz einfach handelbar. Ich sage es aber nochmal dazu, es ist keine Anlageempfehlung und natürlich ist auch so ein ETF trotzdem, auch wenn es viele verschiedene Unternehmen enthält, die dort enthalten sind. Man braucht sich ja nur mal den MSCI World beispielsweise anschauen, also es ist so ein ETF oder ein ETF, ja, ich mache es einfach. Es ist ein unter anderem auch ein ETF, ja, und der ist trotzdem in der Finanzkrise mal ebenso um 50% nach unten gesackt, hat sich aber seitdem auch wieder richtig gut erholt. Wenn man langfristig hält, dann gehört man fast immer zu den Gewinnern, ja. Und ja, deswegen nur an dieser Stelle werbungstechnisch nochmal mit dazu gesagt, das kann man auch bei Freedom 24 wunderbar eben auch kaufen. Und da jetzt ja gerade Weihnachten ist, sage ich es nochmal mit dazu, es gibt gerade auch aktuell bei Freedom 24 eine Weihnachtsaktion. Ich habe euch mal einen Link dazu unten drunter unter dem Video hier noch platziert. Da könnt ihr nämlich, je nachdem wie viel Geld ihr auf das Depot einzahlt, auch zusätzlich noch Aktien erhalten. Also die bekommt ihr on top eurer Einzahlung. Also ihr könnt ganz normal, nehmen wir jetzt mal an, 5000 Euro als Beispiel, zahlt man dort ein, ne? Dann gibt man diesen Code ein, habe ich unten drunter alles, wie gesagt, verlinkt, so, und dann kriegt man 3 Aktien obendrauf noch dazu, so, und jede einzelne von diesen Aktien, die man da bekommt, kann man selber entweder weiterhalten oder auch verkaufen, und diese können einen Wert haben von 3 Dollar bis 700 Dollar. Das heißt, du kannst auch eine richtig gute, teure Aktie bekommen. Aber natürlich, wenn du Pech hast, kannst du natürlich auch eine etwas günstigere Aktie bekommen. Aber das kriegst du on top sozusagen oben noch mit drauf. Ich habe die Aktion unten drunter verlinkt. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Restabend und wir werden jetzt ein bisschen Salat essen.